Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Mal gucken. Wir jetzt auf jeden Fall noch diese Aufnahme machen und je nachdem, wie es läuft, mache ich dann vielleicht noch eine. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wann ich die restlichen Spiele mache, aber das ist dann erstmal egal. Ich brauche noch 5 Siege. Wenn wir jetzt, zwei Siege hinbekommen würden, ich muss mal meine Heizung abdrehen, also warm. Jetzt noch 2 Siege hinbekommen würden, dann bräuchte ich noch 3. Aber das Ding ist halt. Das Ding ist einfach, wenn ich. Was ist denn jetzt los? Wenn ich noch 3 Siege bräuchten würde, das sind ja nicht automatisch nur 3 Spiele. Also das garantiert ja niemand, dass ich dann 3 Siege in Folge schaffe. Sondern das dauert dann wahrscheinlich länger, bis ich die 3 Siege geschafft habe. Das ist halt auch das Problem. Also. Wenn ich jetzt wüsste, okay, du machst jetzt 5 Spiele, gewinnst alle 5 in Folge und bums aus, dann dann würde ich jetzt einfach noch 5 Spiele machen und das durchziehen, aber das weiß man ja vorher nie. Also deswegen sage ich ja, wenn es jetzt hier gut läuft, wenn jetzt hier 2 Spiele in Folge gewinnen, mache ich wahrscheinlich noch eine Aufnahme. Wenn es eher kacke läuft, dann lasse ich es wahrscheinlich. Und bin ich wahrscheinlich eh so frustriert, dass ich keinen Bock mehr habe. Konzentrieren wir uns, nachdem wir das letzte Spiel leider unverdient verloren haben. Hoffe ich mal, dass wir jetzt einen verdienten Sieg hinbekommen. Der war knapp. Schade. Also, was macht denn der Gegner bis jetzt? Also, ich hoffe, er spielt so weiter. Das war geil. Ach, wenn wir da zum Schuss kommen, ist es wahrscheinlich ein Tor. Das war eine crazy Idee, wäre auch noch abseits gewesen. Oder war auch noch abseits. Okay, ich spiele gerade ein bisschen zu schlapsig, ich merke das. Oh, nimm doch den Ball mit. Fällt mir gerade nicht, wir machen so viele Scheißfehler. Und ich glaube, der Gegner ist gar nicht so gut. Also sind jetzt eigentlich 2 gelbe Karten, oder?
Eins. Die andere. Keine Ahnung. War leider gar nichts. Oh, schade. Schön gespielt. Oh, kommt aus dem Kopfball, aber viel zu unplatziert. Ah, was? Der war gefährlich? Wie bitte? Ich dachte, den hält einfach komplett fest. Ist da aber auf links, hä? Oh, ja, nee, ist egal, warum es passiert ist. War so natürlich nicht geplant. Verdammt, bin nicht zufrieden, aber wie gesagt, Müdigkeit, Konzentration ist echt schlecht. Das ist ein Foul. Geil von Begovic. Und, oh, Gustavo, zu unplatziert. Scheiße. Und, oh, abgefälscht. Aber wäre, glaube ich, trotzdem nicht rein, auch wenn ich abgefälscht gewesen wäre.
Mindestens gelb, hoffe ich. Na, ich will noch nicht wechseln, meine Spieler haben eigentlich noch genügend Ausdauer. Wollte den Ball nicht annehmen. Vielleicht war es ein Fehler. Alles gut. Eigentor, geil. Das zählt halt leider nicht für Neymar. Es sei denn halt wieder, es ist wieder so eine komische Hit-Detection-Dingens. Also es könnte jetzt rein theoretischerweise sein, dass es als Tor für ihn gewertet wird, aber eigentlich müsste es als Eigentor gewertet werden. Ich würde mich natürlich mehr darüber freuen, wenn er jetzt ein Tor dafür bekommt. Komischerweise werden Eigentore fast immer in zwei Wiederholungen gezeigt, oder? Ja, Eigentor. Sehr gut, aber ich denke, es ist jetzt nicht so unverdient, dass wir führen. Ein Eigentor ist natürlich niemals verdient, aber wir führen. Perfekten Zeitpunkt, der Pass auf Anderson. Und dann hat natürlich Firmino kein Problem mehr damit, den einzuschieben. Sehr geil. Und so schnell geht das manchmal, ne? Die ganze Zeit total zähes Spiel, nichts passiert groß. Chancen über Chancen und keine Tore. Und jetzt innerhalb von ein paar Minuten direkt mal einen doppelten eingeschenkt quasi. Aber der Pass hier auf Andersen war halt genau richtig getimt. Der hier war auch nicht schlecht, der Pass. Und dann Firmino. Bester Mann. Ich würde sagen, Firmino bisher bester Stürmer, den ich bis jetzt gespielt habe. In FIFA 18. Also der Team of the Group Stage Firmino natürlich. Und wie gesagt, ich hoffe, dass er jetzt bald die nächste Info bekommt. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, also ist wohl relativ hoch, wie ich gehört habe. Wenn ihr jetzt das Video seht, ist es vielleicht auch schon passiert, wie immer halt. Oh. Da war ich wieder ein bisschen unaufmerksam. Alter, wie kann ich das denn verkacken, ey? Krass. Hat sich zu weit vorgelegt. Schade, ich wollte ihn rüberlegen zu Neymar, war das, glaube ich. Schade. Hat etwa Werner eingewechselt? Die Schusstäuschung war gut, die Schusstäuschung war gut, aber wir waren besser. Was? Nee, du den ganzen Tag festhalten. Gelb bitte. Oh, hat er nicht schon gelb? Das sah jetzt gerade nur so aus. Na, hat er noch kein Gelb. Scheint noch nicht aufzugeben, krass.
Geil, wie Neymar abstaubt. Sehr geil. Er macht es ein Tor. Schön. Freut mich. Nachdem er quasi schon das Eigentor provoziert hat. Oh, meine Fresse. Glück für schon 3-0. Pirlo. Da frage ich mich immer, ob das der 92er ist oder der 82er. 91er ist 91er, ich weiß gar nicht. Also welcher von den zwei Pirlos es ist. Also ich gehe mal davon aus, es ist nicht der normale Pirlo. Das wird jetzt schon der Upgrade-Pirlo sein, aber ich frage mich halt, ist es der krasse 92er, 91er Pirlo oder ist es der 82er? Oh, es war mir zu blöd, ihn zu bekommen. Man musste 3 Tore machen nach einem gelupften Steilpass. Also nur dafür 100 Spiele zu spielen, um das dann mal hinzubekommen. Hat einfach keinen Bock drauf. Und ihn dann nur als Einwechselspieler zu nutzen, ist halt auch dumm. Aber eine italienische Mannschaft, das ist halt auch nicht so geil, deswegen. Und jetzt haben wir ja auch Neymar, unseren Hero. Oh, man merkt, dass sie keine Ausdauer mehr haben. Schade, den Anruf hätte er noch durchgelassen können. Sehr gut, gewonnen. Vielleicht schaffen wir auch das nächste Spiel noch zu gewinnen. Dann würde ich noch eine Aufnahme machen wahrscheinlich. Tore, Neymar und Firmino. Vorlagen. Nur Anderson, okay. Im Brasilianer merkt man schon, dass da noch mehr Qualität in der Mannschaft steckt als in der Bundesliga. Aber in der Bundesliga haben wir halt dafür halt noch extrem viele Möglichkeiten zu upgraden. Das ist bei der Brasilianer Mannschaft nicht mehr möglich der Fall. Da haben wir auch noch Möglichkeiten zu upgraden, aber nicht wirklich richtig krass und so. Und ja, deswegen Potenzial ist mehr in der Bundesliga. Ausgereifter ist mehr die sind mehr die Brasilianer. Inform Andersen oder Inform William, da würde ich mir auch mal einen William holen, wenn der einen Inform bekommen würde, aber so nicht. Kicken wir mal, ob die Bundesliga jetzt auch zieht oder ob die keinen Bock hat. So, jetzt brauchen wir noch 4 Siege. Spieler haben wir noch genügend. Oh, krasses Team. De Gea, Boateng, Inform Vidal, Inform Son, Inform Jesus, 77er ZOM, den er auf jeden Fall auswechseln wird am Anfang, 88er Salah. Wie ich hab's ja schon mal gesagt, also ich würde es mir wünschen, dass es irgendwelche Handicaps gibt, sobald man direkt am Anfang die Mannschaft, also die Aufstellung ändert. Das ist einfach nicht Sinn einer Formation. Es ist auch nicht im echten Fußball so, dass eine Formation gewählt wird und die wird dann direkt vorm Anpfiff geändert. Das ergibt ja keinen Sinn. Das ist ja hier nur aus Chemiegründen. Und wenn die Chemie halt nicht anders hingeht, Pech gehabt. Also irgendwas müsste man da machen. Vor allem, wie gesagt, es ist ja nicht... Ja, also irgendwas müsste man machen. Finde ich. Ich weiß nicht, die werden es nie machen, meiner Meinung nach, aber... Ich habe mir auch schon so oft Gedanken darüber gemacht, aber es ist einfach sinnlos, sich Gedanken darüber zu machen, weil das ändert ja nichts. Also, die lassen es ja trotzdem so. Aber mich ärgert es halt. Es wird halt viele Leute geben, vor allem die, die... Vor allem die, die halt immer die Formation wechseln, die werden auch sagen, da ist doch nichts dabei, bla bla bla. Ich kann es ja auch irgendwo nachvollziehen, es ist auch nicht viel dabei, aber mich stört es halt. Weil es mir einfach meinen Fokus klaut und mich sinnlos Zeit kostet. Man kann halt sagen, ja, das Handicap, das Negative ist doch, dass die eine Pause verlieren. Aber wer braucht denn schon 3 Pausen im Spiel? Niemand normalerweise. Weil fast alle
auf einmal zwei Spieler wechseln. Und ich habe noch nie gesehen, oder klar, ich werde schon mal gesehen haben, aber ich kann mich daran erinnern, weil ich das letzte Mal einen Gegner hatte, der dreimal einzeln gewechselt hat. Und deswegen drei Pausen gebraucht hat. Und dann gibt es ja auch noch Halbzeitpause, weil es die Verlängerung gibt. Geht, gibt es dann noch mehr Pausen. Scheiße, Mann, dieser Valencia nervt. Schade. Schusstäuschung, und wenn es zu so dicht ist und der Gegner so ruhig steht, sind meistens Schwachsinn, weil. Weil der Gegner dann einfach schneller am Ball ist. Das muss ich mir echt mal abgewöhnen, diese Schussdeutungen zu machen, wenn der Gegner so ruhig dasteht. So, da machen Schusstäuschungen Sinn. Oh, fuck. Oh, krasser Pass, krasser Pass und krasse Parade. Hätte aber auch eher versuchen sollen, ins lange Eck zu schießen. Das war so klar, oder? Oh, das klappt auch noch. Ich stand doch nur mit Sokrates genau da. Macht es halt wieder. Das verstehe ich nicht. Da fehlt halt ein Spieler da, dann ist halt einer dann weniger, ne? Hab direkt auf Klein gedrückt, Ginter nimmt ihn aber lieber erstmal bei der Brust ein. Eine ziemlich lange Druckphase gehabt. Ich hoffe mal, das war eine Ausnahme. Alter, dieser Valencia ist so schnell. Unglaublich. Da wurde jetzt Werner zum Beispiel wieder gefoult, wurde wieder mal nicht gewertet, weil halt kein Ball in der Nähe war. Schon gemacht mit Tolisso. So, ihr, guckt euch das an. Ich kann nichts machen, der verrennt mich jedes Mal. Könnte halt sein, dass er nicht so gute Ausdauer hat, dass ich da irgendwann dann mal davonrennen kann. Weil, glaube ich, noch kein einziges Mal geschossen, oder? Danke, Alaba. Danke. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist es Alaba schuld. Okay. Mir echt noch keine einzige geile Torschance rausgespielt. Toller Einwurf.
Gegner kommen jetzt auch nicht mehr wirklich zum Abschluss. Das ist erstmal positiv, aber. Das reicht nicht. Gucken, wie da die Statistik aussieht in der Halbzeit. Ja, da wollte ich natürlich wieder mal nicht hinflanken. Glücklicherweise verkackt das. Wir haben aber echt null mal geschossen. Aber seine Schüsse waren ja eigentlich bloß, als er da diese Druckphase hatte. Trotzdem muss ich wechseln, es geht nicht anders. Weil wir haben ja wirklich nicht mal ansatzweise, wir haben ja nicht mal, wir waren nicht mal davor, kurz davor irgendwie zu schießen, da war gar nichts. Leider. Puh, spielt auch ein 4-1-2-1-2. War eigentlich ein Foul. Oh. Kimmich gegen Alaba. Kimmich gewinnt. Endlich mal ein Schuss. Hätte man sogar Strafe aufziehen können. Schade. Oh, nice luck. Ha, gut einzipiert. Fast. Er kommt halt nur zu dem Schuss, weil er sich wieder den zweiten Ball lagt. Was soll's. Es war aber ein knappes Spiel und zumindest in der ersten Hälfte hatte er ja auch Vorteile. Jetzt in der zweiten war es, denke ich, nicht unbedingt fair. Arangis hatte ja auch einen guten Schuss. Und wie gesagt, war jetzt auch nicht geil rausgespielt, war halt einfach der zweite Ballkontakt gelackt. Och, warum denn den Laufpass? Ich habe einen normalen eingegeben. Der war guter Pass. Komm, wir brauchen nur ein Tor. Ja, denkt er, ich komme noch angerannt? Was macht er denn? Also die Ecken sind wirklich richtig dumm von ihm. Danke.
Das hat er leider gut gemacht. Jetzt wechseln wir mal Bailey aus. Verlegt gerade. Goretzka ist eigentlich am schwächsten. Tolisso auf die 6. De Sandrini. Regie. Nee, oder? Ah, ich probier's mal so. Da hat er wieder mal gar nichts gebracht, die Schusstäuschung. Nice Luck, schon wieder. Komm, mach dein zweites Tor dadurch. Ah. Wir brauchen nur einen Treffer, ist mal alles drin. Jetzt holt er wieder jemanden. Oh, ey. Und er macht es sogar mal. Aber selbst wenn, da kriegen wir halt einfach einen Spieler hin. Scheiß drauf. Oh nein, nein, da bleiben wir echt hängen. Fuck. Da ist noch alles drin. Come on, wir brauchen nur ein Tor. Oh, krasser Pass. Falls der so, ich glaube nicht, dass er geplant war, wenn ich ehrlich bin. Aber falls er so geplant war, krass. Also ich meine, er war auch so krass, aber ich glaube, er war nicht so geplant. Nein, und dann verkacke ich es wieder so. Och Mann. Jetzt aber konzentrieren. Komm, wenigstens noch eine Ecke, ey. Da kommt mal einer noch kurz. Oh. Geil, dass ich den Spieler nicht bekommen habe, also Ginter, der da stand. Kommt natürlich kein Lackertor, was sonst. Doch! Es war kein Lackertor, es war einfach geil gespielt. Nice! Sehr geil, come on. Ausgleich, Verlängerung, 90. Wahrscheinlich auch letzte Aktion. Jetzt drehen wir das Spiel hier noch. Come on, kämpfen. Dran glauben bis zum Ende. Schönes Tor. Und von Werner. Fast schon Distanzschuss. Sehr geil. Ja, letzte Aktion. Krass, krass, krass. Und absolut verdient mit seinem scheiß Lackertor, ey.
Oh. Jetzt haben wir mal die Druckphase. Aber wir haben leider auch kein Tor hinbekommen wie der Gegner bei der ersten Hälfte. Och nein, und es klappt auch noch. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, ist er frei. Ich renn hin und mein Spieler rennt natürlich wieder vorbei. Also rennt vorbei, bevor er schießt und dadurch, och, zum Kotzen. Och, so ein unverdientes Tor schon wieder. Ich meine, es war gut gespielt, da brauchen wir nicht drüber reden. Es war gut gespielt, ich hatte aber gerade die Druckphase. Aber egal, es war gut gespielt. Er hat's gut gesehen und er kann ja nichts dafür, dass mein Spieler vorbei rennt. Oh, bitter ist natürlich trotzdem. Ja, da wurde halt auch Alessandrini wieder gefoult und es ist gepfiffen wurde. Danke, dass er nicht den Spieler da komplett frei war, in der Mitte angespielt hat. Aber ist auch egal, weil er es mit Sonne einfach macht. Ist definitiv nicht verdient, dass er hier zwei Tore führt. Unentschieden wäre viel verdienter, aber scheiß drauf, er gewinnt das Spiel also. Ich muss mir überlegen, ob ich noch eine Aufnahme mache oder ob ich es dann sein lasse. Ich bin zwiegespalten, ehrlich gesagt. Kann ich eigentlich schon auf totaler Angriff, wenn ich hier zwei Tore brauche. Verstehe ich nicht, wie Alessandrini den nicht treffen oder nicht machen kann. Och, das kotzt mich an, sowas. Gerade jemand wie Alessandrini, er macht halt die ganze geile Scheiße und dann solche einfachen, er hat ja auch noch Ausdauer und dann die einfachen Dinger, die macht er wieder nicht, oder was? Wie kann er denn den nicht machen, Mann? Wäre es jetzt noch spannend gewesen, wir hätten noch ein Tor gebraucht und so ist es scheiße. Wir werden jetzt auch keine zwei Tore mehr schießen. Oh, weil wir nicht so eine Lackbolzen sind wie der Gegner. Hat er bald keine Ausdauer mehr. Es bringt eigentlich gar nichts, mit dem hier durchzurennen. Alter, ich habe volle Ausdauer und Bailey ist trotzdem schneller. Obwohl er keine Ausdauer mehr hat. Also volle Ausdauer übertrieben, aber er hatte noch Ausdauer und Bailey halt nicht. Wie sie halt alle ihre Pässe verkacken, weil sie keine Ausdauer mehr haben, ist auch zum Kotzen. Da fehlt mir halt einfach das Quäntchenglück. Es ist einfach nicht normal. Wieder gelackt vom Gegner. Wieder gelackt vom Gegner.
Sokrates, nice. Wenn ich halt mal... Na, ist egal, komm. Bis zum nächsten Mal.